Hannes, hast du nach deiner vielen Arbeit noch Zeit für irgendein Hobby? Was tust du gern? Ja, ich habe einige Hobbys. Also ich bin einmal gern durch Sporteln. Also bin beim Turnverein Altenmarkt dabei und da gibt es immer was los. Und in den letzten Jahren sind auch die Bienen so mein Hobby geworden. Ja. Du bist der Imker. Genau, ja. Und damit auch viel in der Natur. Daher bin ich auch viel in der Natur, genau. Und dieser Staat, dieser Bienenstaat, einfach wie das funktioniert und so weiter, dass sowas möglich ist, ist einfach nicht erklärbar, sage ich, ohne ein höheren Wesen, das dahinter steht. Mhm. Und das immer wieder wird einem das eigentlich bewusst. Ja, schön. Ja. Ja, in der Natur gibt es da viele Sachen, die man wirklich mit Gott verbinden kann, gell? Ja, ich glaube, so wie bei uns Landschaft, die ganze Kultur, die Menschen, wie das alles so gewachsen ist. Ich denke da irgendwie auch an einen Sepp Forcher, der das vermittelt hat bei seinen Sendungen. Ja, da waren immer auch diese alten Klöster, die Entwicklung, da ist die und diese Vereinigung ist gekommen, hat den Glauben braucht, hat die Menschen Wissen braucht und so weiter. Und die sind schon gewachsen, was dann mit der Zeit entstanden ist, dazu mit der Musik und so. Das ist einfach fantastisch. Ja, mir gefällt das auch wirklich. Danke, Hannes, super, bitte, dass du da bist. Bitte, danke.